Servus und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist. In unserem heutigen Video geht es um Battlegroup. Heute das Barbarossa-Regelwerk. Nach dem Intro geht's weiter. Ja, schön, dass du noch dabei bist. Wie schon erwähnt, geht es heute ums Battlegroup-Regelwerk Barbarossa und lasst uns doch gemeinsam einen Blick ins Buch werfen. Ja, wie schon angekündigt, machen wir heute einen Blick in das Battlegroup Barbarossa-Buch, welches ja den Überfall auf die Sowjetunion widerspiegelt. Wie üblich sehr schöne Illustrationen. Also kurz, dieses Buch behandelt den Kriegsschauplatz 1941 im Osten. Der Inhalt eben, um was es hier bei Battlegroup geht, immer wieder historische Bilder dabei, Einheiten werden abgebildet, ja. Die Belagerung, dann die Befehle, die jeweiligen Armeegruppen erhalten haben. Ganz, ganz tolle Illustrationen, die Armeelisten, hier eben bei den jeweiligen Heeresgruppen Süd, ja, wurde ja aufgeteilt auf drei, von deutscher Seite jetzt Heeresgruppe Nord, die eben Leningrad angreifen sollte, Heeresgruppe Mitte mit der Stoßrichtung Moskau und Süd, die in Folge dann in Richtung Kaukasus weiterführen sollte. Schönes Bild auch hier der russischen Bauernhäuser quasi, wie diese gebaut waren, also eher Holz. Ja, und das zieht sich eben hier so durch. Immer wieder tolle Illustrationen. Hier eine Panzerabwehrkanone in Stellung. Wir kommen weiter. Die Deutschen hatten hier natürlich auch Alliierte, die Finnen, die im Norden sie unterstützten, Rumänen, Bulgaren, welche im Süden kräftig mit dabei waren. Ja, a war without mercy, das stimmt. Es war ein menschenverachtender Konflikt, der sich hier entwickelte und der bis heute seinesgleichen sucht, ja. Wir sollten aus dieser Geschichte lernen. Als Zusatzregeln gibt es General Winter, ja, wie eben die Verhältnisse waren, wie war die deutsche Armee 1941 hier aufgebaut. Hier zum Beispiel ein schönes Bild eines Stucks. Auch markant Pferde, ja. Diese Mär, dass die Deutschen alle mit Vollmotorisierung unterwegs waren, ist eigentlich schon lange wissenschaftlich überarbeitet. Es gab sehr viel Pferdefuhrwerke. Etwas schwierig für uns natürlich, es darzustellen, weil es kaum Modelle gibt. Hier die Informationen über die Game Levels. Was braucht man alles, wenn man Squad, Platoon, Company oder in Bataillonsebene spielen möchte. Ja, und dann kommen wir schon zur Panzer Division der Deutschen in dem Fall. Und wie üblich die Einheiten, ihre Punktekosten und ihr Battle Rate. Das geht eben so weiter. Ich zeige hier jetzt nicht alle, weil könnte man sich hier ausdrucken. In Folge wiederum sehr schöne Illustrationen von Spieltischen, also das macht schon Laune. Hier zum Beispiel die ungarischen Truppenteile, die hier beteiligt waren. Gehen wir so weiter. Wie üblich aufgebaut auf Hauptquartier, Infanterie, Tank, Support, Recke und so weiter. Dann kommt der Bereich der Roten Armee in diesem Buch vor,
Wie war die Rote Armee 1941 aufgestellt? Welche Bewaffnung hatten sie, also Ausrüstungen? Dann wird hier unterschieden, wie auch bei den Deutschen, auf ein mechanisiertes Korps, das eben mit Panzern auch unterwegs war oder verstärkte Panzereinheiten führte. Dann gibt es natürlich noch die Rifle Division, also die Infanteriedivision quasi. Ja, das zieht sich eben so durch. Immer wieder auch mit Illustrationen, das habe ich euch ja schon gesagt. Was dann dazu kommt, ist ein Painting Guide, finde ich wirklich gut gemacht. Ja, ist sicher eine nützliche Unterstützung, falls ihr Modelle baut. Sonst könnt ihr ja nicht spielen, ist irgendwie logisch. Aber wie man die von der Basis her baut und wie man dann mit ein wenig Tricks diese Modelle optisch aufwerten kann. Das Ganze natürlich auch für die russische Seite. Das ist kurz die Bemalungsanleitung, ist ein deutsches Modell und ein russisches. Dann die letzte Linie. Hier eine Kampagne, die man nachspielen kann. Und es gibt natürlich auch Schlachten darinnen. Hier ganz wichtig, man kann die Wetterverhältnisse auswürfeln, was es ganz spannend macht. Ja, wenn hier die Rasputiza zum Beispiel dazukommt, also dieser ja, ständige Regen, der die Straßen und alles aufweicht, gibt es massive Bewegungseinschränkungen. Das wäre quasi Szenario 1. Szenario 2, Breakout, also der Ausbruch. Und 3, die Brücke, beziehungsweise 4, Hügel 312. Dann gibt es wie üblich einen Anhang mit den jeweiligen Fahrzeugwerten, die ja auf den Karten natürlich auch enthalten sind. Das zieht sich hier durch. Von jeder beteiligten Fraktion sind eben diese Fahrzeuge plus Luftwaffe enthalten. Dann, wie üblich in den Büchern, der Reference Sheet, Battlemarker, die Eigenwerbung, die noch dabei ist, und der Reference Sheet, den man herausdrehen kann, beziehungsweise die Marker, die man herausnehmen kann. Schauen wir noch schnell auf die Seitenanzahl. Also mit diesem Referenzsheet kommen wir auf 172 Seiten. 172 Seiten, die meiner Meinung nach eine vernünftige Investition sind. Ihr habt damit nicht nur das Regelwerk für Battlegroup, für 1941 den Ostfeldzug. Ihr habt auch ein im Überblick gut aufgebautes historisches Werk, das die Entwicklung dieses Konflikts beleuchtet, die Truppeneinheiten und einen allgemeinen Überblick bietet. Das war jetzt der Blick in Battlegroup Barbarossa im Detail. Ja, das war heute unser Blick ins Battlegroup Barbarossa Buch. Wie ihr gesehen habt, eine schöne, umfangreiche Literatur, die auch vielleicht für den nicht so Tabletop-Interessierten doch ein gewisses Interesse erzeugen kann, weil es den zeitlichen, geschichtlichen Ablauf von damals ein wenig erläutert, wie ihr an den Armeegruppen erkannt habt. Meiner Meinung nach ein sehr tolles Buch. Vielleicht das eher leichte Manko, wenn man es historisch korrekt spielen möchte, muss sich derjenige, der die Russen spielen möchte, klar sein, dass er leicht unterlegen ist. Wobei, es ist immer noch ein Würfelspiel, das heißt, es zählt auch Glück dazu. Ansonsten ist es toll geschrieben, das hat auch mit dem Geschriebenen nichts zu tun. Das muss sich nur der Spieler im Vorfeld überlegen.
Ich habe damit kein Problem, ich spiele die Russen jetzt gerne, weiß auch, dass ich die Spiele kaum gewinnen werde. Aber es geht um eine schöne Zeit, die man gemeinsam mit einem Freund verbringt. Wenn ihr mehr zu Battlegroup wissen wollt, der Sascha vom Tabletop Basement hat ein ganz tolles Bootcamp gemacht. Es erklärt einiges, also es ersetzt die Regel nicht, das muss man klipp und klar sagen. Aber er unterstützt sehr viel, indem er viele Dinge davon euch näher bringt und wirklich gut erklärt. Also Tabletop Basement schauen, dann seid ihr hier auch am Laufenden. Dann kann ich mich nur mehr bedanken, dass du heute wieder dabei warst und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dorthin, bleibt gesund, Leon, und Servus.